ночь я доплыл рядом, да. Sergeant Zietzow, allgemeine Verkehrskontrolle. Papiere. Ja. Was hast du geladen? Können Sie alles lesen? Steht im Frachtbrief. Aha. Das war's dann wohl mit deiner Fahrt. Kann ich jetzt wieder weiter? Wird noch ein bisschen dauern. Geh doch mal bitte mit. Wer bist du denn? Was haben die Kerle gewollt? Die Frau. Also, wer bist du? Ich glaube, wir sollten hier erstmal verschwinden, bevor die merken, dass du weg bist. Du musst keine Angst haben. Steig ein. Du nimmst mich mit und ich erzähle dir dann vielleicht eine Geschichte. Du erfrierst doch hier, Dummkopf. Na komm, bloß steh auf. Nein, das kannst du nicht. Komm, ich helf dir. Ich helf dir. Na komm, was schaffst du? Was schaffst du? Wir sind gleich da. Dumm wie die kleinen Kinder. Da kann man nichts machen. So, lass uns noch hoch. Los! Los! Schneller! Schneller! Hör mal, das ist doch nicht nötig. Ein Kollege zeigt doch nicht den anderen an. Vielleicht können wir uns anders einigen. Was nötig ist, werde ich dir sagen. Also zuerst mal der Bericht. Alter.
Vielleicht können wir die Sache doch anders regeln. Hm? Sergeant? Dienststellenleiter, verstehe. Major bist du auch. Und dann noch aus Moskau. Das reicht, Sergeant. In was für einem Ton redest du mit mir? Vor dir steht ein Beamter der Miliz. Ein Major. Ein Major, ach was? Da muss ich ja gleich zittern, Herr Major. Ihren Namen, Sergeant. Den muss ich nicht wiederholen. Fahr doch zur Hölle. Das ist ein Major aus Moskau. Ist sauer und führt sich ziemlich auf. Seine Papiere hat er sich einfach wieder genommen. Er meint, er ist was Besseres. Dann sollten wir ihn am besten gleich festnehmen. Und Handschellen braucht er auch! Was machen Sie da? Halt die Schnauze! Noch einen Mucks und ich knall dich ab. Musik.